Eigene Formen in Draw, LibreOffice 7.3. Grundformen, Mein Stil. Wählen Sie in der Seitenleiste Formatvorlagen, Zeichnungsvorlagen. Rechtsklicken Sie auf die Zeichnungsvorlage Standard und wählen Sie Ändern. Im Dialog Zeichnungsvorlage Standard wählen Sie im Tab Linie bei Farbe zum Beispiel Schwarz. Im Tab Fläche klicken Sie auf den Button Ohne. Klicken Sie auf den Button OK. Als Dokumentvorlage speichern. Wählen Sie im Menü Datei Dokumentvorlagen als Dokumentvorlage speichern. Im Dialog als Dokumentvorlage speichern wählen Sie die gewünschte Vorlagenkategorie und einen Vorlagennamen, zum Beispiel Standard Draw. Setzen Sie im Dialog ein Häkchen bei Dokumentvorlage als Standard setzen. Klicken Sie auf den Button Speichern. Eigene Formen erstellen. Zeichnen Sie einen Halbbogen und legen ein Rechteck darüber. Markieren Sie zwei Objekte, die übereinander liegen, und rechtsklicken Sie darauf. Verschmelzen. Im Kontextmenü wählen Sie Form Verschmelzen. Subtrahieren. Im Kontextmenü wählen Sie Form Subtrahieren. Schneiden. Im Kontextmenü wählen Sie Form Schneiden.